Hamburgs älteste freiwillige Feuerwehr steht vor einem Scherbenhaufen. Nach monatelangen Planungen und 14 geprüften Grundstücken wird das Projekt Neue Feuerwache Kirchsteinbeek den Anwohnern vorgestellt und fällt durch. Die Feuerwehr wollen die Leute halt nicht vor ihrer eigenen Haustür haben. Und mit mir persönlich macht das was in dem Sinne, ich bin halt enttäuscht von den Bürgern, die schnelle Hilfe haben wollen, aber das Feuerwehrhaus nicht direkt vor ihrer Haustür haben möchten und halt auch dann so weit gehen und gegen die Feuerwehr, auch gegen eine freiwillige Feuerwehr, wir sind alle ehrenamtlich tätig, halt den Klageweg einzugehen. 40 Einsprüche und 5 Klageandrohungen hagelt es von den Anliegern für den neuen Standort der Feuerwehr am Marktplatz. Gebaut würde also erst nach juristischen Auseinandersetzungen. Wehrführer Michael Piel ist bedient. Die Feuerwehr hat uns gesagt, dass so ein Klageweg mindestens 3 Jahre dauern wird, mit wenig Aussicht auf Erfolg. Von deren Seite? Für unsere Seite. Offenbar frei nach dem St. Florians-Prinzip, verschon mein Haus, zünd andere an, wünschen sich die Nachbarn der geplanten Feuerwache den Bau woanders. Warum? Das sollen sie uns erklären. Das war immer für uns der Marktplatz, wenn hier was los war. Ne? Das war immer irgendwie so ein Anziehungspunkt. Und da haben sie immer gesagt, der darf nie bebaut werden. Haben Sie was dagegen, dass sie da drüben gebaut wird? Ja. Ja, warum? Das stört ja. Das stört? Ja. Naja, aber die können sich ja woanders machen. Woanders bauen hieße wieder jahrelanges Plan. Viele in Kirchsteinbeek verstehen die Haltung der Anwohner deswegen nicht. Meine Meinung ist, die Feuerwache wird dringend benötigt, sollte zügig gebaut werden, auch wenn einige Anwohner dann nicht mehr so schön auf die Kirche gucken können. Aber wir haben einen wunderschönen neuen Marktplatz gekriegt vor 15 Jahren und da haben sie die Möglichkeit, sich auf die Bank zu setzen und auf die Kirche zu gucken. Unsere Feuerwehr rückt mehrmals im Monat aus und die Leute brauchen eine vernünftige Unterkunft und vernünftiges Material, wo sie mitarbeiten können. Wenn es brennt, wissen wir alle, jede Minute zählt. Lass sie doch tatütata machen. Es geht um Leben, es geht um Werte. Das ist doch entscheidend. Alles andere ist unwichtig. Ich habe auch mit mehreren Leuten hier im Dorf gesprochen, wenn ich mit dem Fahrrad rumwomme, wo das nur rauskommt, dass das Feuerwehrhaus nicht gebaut ist. Und die sind alle empört, dass, sage ich mal, was weiß ich, eine Handvoll Leute dagegen sind, dass das Feuerwehrhaus auf dem Marktplatz nicht gebaut wird. Die neue Feuerwache ist dringend jetzt nötig, denn die freiwilligen Helfer arbeiten zurzeit nur mit Ausnahmegenehmigung und unter erschwerten Bedingungen. Es sieht so aus, dass die Kameraden dann bei Alarm hier ankommen. Nachdem das Auto rausgefahren ist, können sich die Kameraden halt hier umziehen. Normalerweise ist das gar nicht möglich, weil das Fahrzeug ja hier steht. Wir haben eine Ausnahmegenehmigung, die uns vorschreibt, das so zu machen, das Fahrzeug erst rausfahren und dann die Kameraden sich umziehen dürfen. Es gibt keine Umkleide, keine Dusche. In der Feuerwache aus den 60ern ist einfach kein Platz zum Ein- und Aussteigen. Auch die Feuerwehrautos stehen hintereinander und nicht nebeneinander. Das hat bei Einsätzen schon zu Problemen geführt. Wir hatten die Situation, dass unser erstes Löschfahrzeug durch einen technischen Defekt nicht gestartet ist und somit wir auch nicht mit dem zweiten ausrücken können, weil die halt hintereinander stehen. Dadurch geht halt sehr viel Zeit verloren, beziehungsweise wir konnten dann an dem Tag auch gar nicht ausrücken. Die ehrenamtlichen Feuerwehrleute müssen sich im Zusammenhang mit den Neubauplänen auch noch anhören, dass sie eine Feiertruppe wären, die am Marktplatz stört. Die Leute haben ein falsches Bild von der Freiwilligen Feuerwehr. Die Leute denken, wir werden ständig am Feiern oder ständig irgendwelche Grillpartys veranstalten, was überhaupt nicht stimmt. Wir sind in erster Linie dazu da, den Bürger, die Bürgerinnen und Bürger in unserer Freizeit zu schützen. Frustige Zeiten. Jetzt geht die Suche nach einem Standort von Neuem los. Ob das die ehrenamtliche Truppe durchsteht? Es wäre jedenfalls sehr zu wünschen.